Elden Ring ist jetzt schon das große Spiele-Highlight des Jahres und ich kenne ehrlich gesagt kaum jemanden, der es nicht selbst gespielt oder zumindest schon mal davon gehört hat. Seit dem Release am 25.02. wurden alleine in den ersten 2 Wochen über 12 Millionen Einheiten verkauft. Bis Mai 2022 waren es sogar 13,4 Millionen Einheiten. Als Vergleich, Dark Souls 3 verkaufte innerhalb von den ersten 4 Jahren die 12 Millionen Einheiten. Mit so einem Erfolg hatte also selbst From Software nicht gerechnet und es sollte daher also auch kein Geheimnis sein, dass die Entwickler daran interessiert sind, das Spiel am Leben zu halten und auch Erweiterungen zu produzieren. Wann wir mit dem ersten DLC zu Elden Ring rechnen können und welche Gerüchte es aktuell gibt, schauen wir uns in diesem Video einmal gemeinsam an. Viel Spaß! From Software ist eine Tochterfirma von Kadokawa, die kürzlich ihren Finanzbericht für das vergangene Fiskaljahr vorgestellt haben. Dieser Bericht zeigt, dass der Erfolg von Elden Ring auch für den Mutterkonzern eine große Überraschung war. In ihm geht es auch darum, welche Pläne sie zukünftig noch mit dem Titel haben. Üblicherweise steht in so einem Finanzbericht drin, welche Erwartungen vor Release an das Spiel geknüpft waren und es gibt eine Umsatzprognose zu den Verkaufszahlen. Das japanische Unternehmen ging bei Elden Ring von etwa 4 Millionen verkauften Einheiten und einem Umsatz von 1,3 bis 1,8 Milliarden Yen aus, was umgerechnet etwa 9,6 bis 13,5 Millionen Euro sind. Doch diese Erwartungen wurden dann sogar kurz vor der Veröffentlichung von Elden Ring noch einmal auf 900 Millionen Yen, was ca. 6,7 Millionen Euro sind, gesenkt. Jetzt haben wir am Anfang schon mal kurz über die Verkaufszahlen gesprochen und wissen, dass in den knapp 3 Monaten seit dem Release etwa 13,4 Millionen Kopien von Elden Ring verkauft wurden. Die Erwartungen wurden mehr als verdreifacht und der Profit daraus etwa 5,2 Milliarden Yen, also mehr als 5-mal so viel wie erwartet. In dem Finanzbericht finden wir dann auch noch einen FAQ-Part mit dem eigentlichen Hinweis auf die Bestätigung zukünftiger Inhalte für Elden Ring. Hier lautet die Frage wie folgt. Wie hoch sind die prognostizierten Verkäufe und ausgelieferten Exemplare von Elden Ring für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2023? Und die Antwort darauf ist ziemlich interessant. Wir geben keine Prognosen über die Verkaufszahlen und die Anzahl der ausgelieferten Exemplare für einzelne Titel bekannt. Wir erwägen eine Reihe von Maßnahmen, damit die Kunden diesen Titel weiterhin genießen können. Sie haben mit dieser Antwort den Fokus also nicht auf frühere Spiele verlagert, sondern konzentrieren sich stattdessen auf die Tatsachen, dass der Verkauf von Elden Ring auch im nächsten Jahr fortgesetzt wird. Und jeder weiß, das gilt auch für From Software natürlich, der beste Weg, um Einnahmen für das Spiel zu generieren und mehr Erstkäufe zu erzielen, ist durch bezahlbare Zusatzinhalte in Form von DLCs. Da es jedoch keinen Season Pass gab und auch immer noch nicht gibt, könnte es auch sein, dass im Vorhinein gar kein DLC geplant war. Ich denke aber, selbst wenn sie bereits im Vorfeld weitere Zusatzinhalte geplant hätten, wollten sie eben einfach keine Obergrenze oder irgendeine Zahl für das, was sie zukünftig tun wollen, festlegen. Es stellt sich also die Frage, wann wir mit einer offiziellen Ankündigung rechnen können. Naja, bald findet das Summer Games Fest statt und Elden Ring ist einer der ersten Titel, die im Trailer zu sehen sind. Das bedeutet natürlich noch lange nicht, dass wir hier auch eine Ankündigung für einen DLC sehen werden, aber wer weiß, was uns am 9. Juni tatsächlich erwarten wird. Die Entwickler von From Software arbeiten, wie die Vergangenheit gezeigt hat, eigentlich auf einer jährlichen Basis. Schauen wir uns doch dazu einfach einmal die relevanten Spiele und Zeitpläne für ihre DLC-Erstveröffentlichungen an. Dark Souls wurde am 11. September 2011 veröffentlicht und der erste DLC, Artorias of the Abyss, erschien am 23. Oktober 2012, also 13 Monate später. Dark Souls 2 erschien am 11. März 2014 und der erste DLC, Crown of the Sunken King, wurde am 22. Juli, also 4 Monate später, veröffentlicht. Der Release von Dark Souls 3 war am 24. März 2016. Ashes of Andriel erschien am 25. Oktober, also 7 Monate später. Bloodborne wurde am 24. März 2015 veröffentlicht und der erste DLC, The Old Hunters, erschien am 24. November, also 8 Monate später. Die beiden Spiele Sekiro, Shadows Die Twice und Demon's Souls hingegen haben bisher keine kostenpflichtigen DLC-Erweiterungen bekommen. Was ich also daraus schließen kann, ist, dass wir den ersten Elden Ring DLC vermutlich noch im ersten Veröffentlichungsjahr erwarten können. From Software hat bewiesen, dass sie es schaffen, innerhalb einer kurzen Zeit qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren und auch zu veröffentlichen. Die Gerüchteküche über mögliche Inhalte eines ersten DLCs brodelt natürlich auch schon vor sich hin und es gibt verschiedene Vermutungen aus der Community.
Eine Form von zusätzlichem Inhalt, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass es auf jeden Fall kommen wird, ist eine Art Multiplayer-Kolosseum. Wenn die Entwickler wollen, dass die Leute auch langfristig weiter das Spiel genießen, wäre das für mich neben weiterer Balance-Updates der erste richtige Schritt. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass wir für eine gesunde und lebendige Spielerbasis auch eine Art von Ranking-System zur PvP-Arena bräuchten. Und zufälligerweise wurde vor kurzem genau so etwas in den Gamefiles von Elden Ring gefunden. Der Dataminer und Twitter-Benutzer Stray Curtis hat mehrere unbenutzte Text-Pop-Ups in den Spieldateien gefunden, die auf ein PvP-Ranking-System anspielen können. Die Pop-Ups scheinen Teil eines Fortschrittssystems zu sein, das an verschiedene Elden Ring-Fraktionen gebunden ist. Bloody Finger Ranked Advanced, Hunter Ranked Advanced und so weiter. Allerdings gibt es derzeit keine Möglichkeit zu sagen, ob es sich hierbei um etwas handelt, das bereits vorher in den Spieldateien enthalten war und nur nicht genutzt wurde, oder ob es mit einer kommenden Erweiterung verbunden ist. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass sie so ein System in Form eines bezahlbaren DLCs an die Spieler bringen wollen. Was für mich da dann deutlich naheliegender wäre, ist eine Ankündigung zum Beispiel beim vorhin erwähnten Summer Games Fest am 9. Juni. Dadurch würde auch die Zeit bis zur ersten großen Erweiterung gut überbrückt und die Spieler bei Laune gehalten werden. In den Zwischenlanden gibt es aber auch noch die göttlichen Türme, die wir erreichen können, nachdem wir die jeweiligen Bosse für die Hauptstory besiegt haben. Auf der Karte sind diese Türme um eine große Wolke herum angeordnet. Diese Stelle können wir als Spieler eigentlich nicht erkunden, weil sie sich mitten im Meer befindet. Der Streamer Elias konnte aber durch einen kürzlich entdeckten Glitch, bei dem wir auf unserem Pferd Sturmwind durch die Luft reiten können, zu dieser Stelle auf der Karte gelangen. Aus Neugierde ritt er also zu der Stelle und fand dort mitten im Meer einen seltsamen, großen, viereckigen Schatten. Mehr war bzw. ist an dieser Stelle auch noch nicht zu sehen, aber es könnte sich tatsächlich hierbei um ein zukünftiges DLC-Gebiet handeln. Wer weiß. Die Geschichte von Elden Ring und ihre Charaktere bieten natürlich auch weitere Story-Ansätze, die in kommenden Erweiterungen erzählt werden könnten. Zwei der Charaktere wirken dabei noch besonders geheimnisvoll und mysteriös. Eine der beiden Figuren ist Fürst Mikella, der Zwillingsbruder von Malenia. Er findet zwar häufiger Erwähnungen im Spiel, tritt allerdings nur als Leiche in einem seltsamen Kokon im Spiel auf, von der wir nur seinen heraushängenden Arm sehen können. Mikella wurde einst vom Blutfürsten Mog entführt, ermordet und dann in diese Hülle gesteckt, mit dem Plan, ihn wieder zum Leben zu erwecken und gemeinsam eine neue Dynastie zu gründen. Wenn wir nach dem Bosskampf gegen Mog mit Gideon Ofnir sprechen, der uns die Hintergrundgeschichte der Zwischenlande immer wieder erzählt, dann sagt auch dieser, dass Mikella für ihn ein Rätsel sei und es eventuell besser ist, den Kokor zu zerstören. Allerdings gibt es dazu keine Möglichkeit im Spiel. Zumindest noch nicht. Die zweite Figur ist Königin Marika, die auserwählt und in den Stand einer Göttin erhoben wurde, um als ewige Königin über die Zwischenlande zu herrschen. Und auch wenn wir als Spieler wissen, was sie getan hat und zu ihr schon einige Lore-Hintergründe bekannt sind, zu dem übrigens bald ein Video auf dem Kanal kommen wird, sind die Motive für ihre Tat, die Rune des Todes aus dem Elden Ring herauszubrechen, noch nicht genau geklärt. Wir könnten in einem zukünftigen DLC also auch zu ihr weitere Informationen bekommen. Die Welt von Elden Ring will erkundet werden und ist nur so gefüllt von bemerkenswerten Orten und interessanten Charakteren, die es auch definitiv wert sind, entdeckt zu werden. Die Grundlage und das mögliche Potenzial für spannende DLCs könnte also fast nicht größer sein. Welches der Gerüchte haltet ihr für am wahrscheinlichsten und was wollt ihr in einer der zukünftigen Erweiterungen auf jeden Fall gerne sehen? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Selbstverständlich werde ich euch hier auf dem Laufenden halten, wenn es neue Informationen gibt. Abonniert also den Kanal, wenn ihr das und weiteren Content rund um Elden Ring nicht verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Javeka.